Hallo liebe Leute, und da sind wir wieder beim Football Manager 2013 mit dem Danny und meiner Wenigkeit. Ja. Ja, wir sind wieder zurück. Ja. So, und Erstmal als Dorgan. erstes, Wollten wir ja erstmal schon am Ende der letzten Folge. Ja, Dorgan. Dogan. 3 Tage. Nürnberg. Die Schalke Freunde. Erst haben wir in der letzten Folge gegen Schalke leider verloren, abgekackt. Jetzt müssen wir mal hier Frust abbauen hier und Nürnberg kalt machen. Mal gucken. Die werden wir jetzt vernaschen, aber sowas von. Gucken wir Weg. mal hier Nachrichten. Oh, und bla bla bla, Spiel, Trainer Martin Schweiz. Oh, haben sie verloren. Müssen wir Tja. feuern, einen U19-Trainer. Ja, müssen wir mal wirklich. Spieler von Nationalmannschaft abrufen. Tunesien U21 Trainer hat Mohamed in seinen Kader für die Spiele gegen berufen. Ja, schön. Was ist das? Guck mal. Anweisung für Länderspiele. Ach, wir können noch ein paar Anweisungen geben oder Ja, 45 Minuten pro Spiel aus dem Kader zurückrufen. was? Keine. Ja, macht keiner. Bestätigen. So. So, Bundesliga, Überblick vom Sonntag. 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 Ja, und jetzt hier bla bla bla. Könnt ihr euch in Ruhe durchlesen, was wir so stehen. Werden wir jetzt nicht kommentieren. Ja, kannst du dir höchstens mal eine Tabelle noch angucken, ob wir noch weiter gerutscht sind? Wenn die jetzt hier abgeschlossen sind. Ja, So. Vierter. Ja, Vierter eben habe ich Hamburg auch. vorbei wieder. Ja, hatte ich auf. Bayern hat mal wieder gewonnen. Aha. Oh ja, haben sie jetzt mal zwei Siege und zwei Niederlagen. Sind aber immer noch hinter uns. Wir sind hier. So. Ich denke mal, Nürnberg sollte machbar sein. Schauen wir mal. So, dann gehen wir mal durch an, ne? Dogan jetzt hier. Mal noch kurz zwischendurch mal in die Mannschaft reingucken. Habt ihr alles Vielleicht mal ein da? bisschen was andere Spieler vielleicht rein. Warte mal, was haben wir noch so auf der Bank? Ja, Winter. ich weiß gar nicht, was mit dem hier war. Kann nicht für den nächsten Spiel eingetragen. Was? Ist nicht für das nächste Spiel eingetragen? Was ist der hier? Die ist nicht eingetragen, okay. Was mit dem? Leichte Bedenken. Ach, der wollte doch auch mal hier kommen, da nehmen wir mal mit hier. Was ist der? Wen willst du da groß Zug kannst du rausnehmen? Recht gut. Mitte, links, rechts, links, zentral kann er im offensiven Mittelfeld. Ne, machen wir Zug so lange raus dafür. Zug, Witzen, ja, Zug raus und hier. So. Mal gucken, was der kann dann, wenn wir mal einwechseln. Okay, dann Dogan. Freiburg Was hat. geschieht? Naja, ist klar, wir haben ja nicht das Budget. Was, um eine Woche verschieben? Meinst du, dass wir in einer Woche so viel Kohle haben? Klingt wie so ein Banküberfall oder sowas. Ja. Nee, warte mal eine Woche, Da dann müssen wir brauchen wir jetzt Kohle. hier zum Chef gehen hier. Wo war das? Weißt du, den Ja. Fahren. Transferbudget, wo war denn das nochmal? Taktik-Spielplan. Vorstand. Da, Vorstand. Vorstand, ja. Mit Vorstand sprechen. Stadion kaufen, nein. Finanzen. Finanzen, genau. Gehaltsbudget, Transferbudget. Transferbudget. Ich möchte eine Erhöhung des Transferbudgets, da mir momentan nicht die Mittel will, um. 15 um alle anderen oder nee. Ja. Ja. Wir vertrauen Ihre Entscheidung auf den Steuer, daher wird es schon bald angehoben. Na cool. Mensch, die sind aber, die knicken aber leicht ein, ne? Ja, die sind ja so ein bisschen. Oh ja, ne, dann. 3 Siege reichen da schön. Mal sehen, wie viele dann blechen. Hoffentlich genug. Hier, 1 Euro mehr. Das reicht nicht. Bundesliga Freiburg trifft auf Nürnberg. Freiburgs Heimvorteil könnte, wie Skybet berichtet, ausschlaggebend sein, wenn es zum Aufeinandertreffen mit Nürnberg kommt. Freiburg liegt derzeit auf Platz 4 in der Bundesliga. Durch einen Sieg in der anstehenden Partie könnte Freiburg auf dem ersten Platz in der Bundesliga aufsteigen. Welcher die Qualifikation für die nächstjährige Champions League bedeuten würde. Ja, gleich nach dem Spiel hier, weißt Oh ja. du? Okay, wissen wir Bescheid. Oder Finke.
Finke. Hat den rechten Verteidiger Timothy Chandler als jenen Nürnberger Spieler bezeichnet, der, wie Sport in Nürnberg berichtet, im nächsten Spiel eine entscheidende Rolle spielen kann. Finke gesteht Freiburg eine Chance in dem Spiel zu. Oh, Alter, wenn sie einen Weg an Chandler... Ja, das ist der Überspieler, Chandler von okay. France. Nee, wie das komische Intro nochmal? Vive. Naja, was jetzt nicht, wie der Text war. Ja, weiß ich auch nicht mehr, ist schon zu lange her. Nee. Herzliche Nachrichten schon mal aufgehalten. Scouting-Update von Keller. Ja. Wolfgang Keller. Ach so, wird der Spieler, naja, komm. Ja, machen wir jetzt nicht. Und Dogan. Voll. Ja, es geht los. Okay. Nochmal eine Nachricht. Gucken wir nochmal die Nachricht uns an hier. So, medizinischer Bericht. Margeleis berichtet, dass der defensive Mittelfeld Margeleis während einer... Erstmal gucken. Ist das einer? Ne, das ist die zweite Mannschaft. Zweite Mannschaft, ja. Mittlerweile müssen wir die Namen ja mal kennen. Ja. Aus der ersten Mannschaft zumindest, dass wir wissen. Ich weiß gar nicht, wer in der zweiten Mannschaft spielt. Das müssen wir uns mal irgendwie notieren, vielleicht mal sogar. Ja. Also, aus der ersten Truppe ist er jedenfalls nicht. So, und. Ja, okay, froh. Dann gucken wir mal. Aufstellung. Lassen wir so, natürlich. Lassen wir erstmal. Groß machen jetzt. Können wir nichts Großes machen. Höchstens hier, warte mal, warum bei Kruse und Rosenthal, das ist ja, weil das nicht vollgrün ist, nicht dieses grüne Leuchten. Tausch die beiden mal. Ja. Was dann besser wird. Nee. Tausch mal mit Caligiuri in Kruse. Nee, auch nicht. Nee, Caligiuri ist dann links besser, okay. Okay, gut, dann müssen wir mal hier. Ah, Kruse, ne, muss ja doch wieder mit Rosenthal getauscht werden. Ja, gucken, wir haben ja noch andere. Macchiati ist ja auch nicht voll grün. Auch nicht dieses grüne Leuchten. Tauscht den mal mit Schuster, was dann besser wird. Ne. Ne. Oder setzt den mal eins vor, den Macchiati. Vielleicht ist der ja ein bisschen offensiv begabter. Da so auf die. Ne, mehr links auf die. Da genau, mach mal da hin. Ja. So, so eine verschobene 6 oder was? Hm. Gegen Nürnberg kann man sich das ja mal ein bisschen mehr trauen. Da können wir ja vielleicht in einem anderen Spiel den wieder ein bisschen zurückziehen. Ja. Aber das mit Rosenthal und Kruse, was könnte man denn da noch machen? Muss dann der Zug vielleicht rein oder so? Oder? Nee, ach, scheiß auf Zug. Nee, sollen schon, wenn dann auch die spielen. Gerade Kruse muss weiter spielen, der ist ja gut. Ja, so gut. Guck mal, Rosenthal, ob der schiebt den mal ein bisschen weiter hin. Genau, mach den mal dahin. Da ist er dann grün. Mhm. Und Kruse, wo ist denn der gut? Ist der links gut oder was? Ja, der wäre hier gut. Ah. Und da bei Caligiuri auch. Mhm. Guck mal, wo ist denn Caligiuri noch gut? Da, wo Rosenthal steht. Ja. Und wo ist Rosenthal nochmal gut? Ach, warte. Nee, der wäre nicht da gut, wo Rosenthal steht. Guck mal, der wäre bei Rosenthals Ding hier, wäre der ja gelb. Ah, stimmt. Ja, jetzt war ich irritiert gerade wegen dem Grün dort. Hier geht's noch. Hier und hier wäre er noch super vorne. Aber das ist so, also Caligiuri ist, denke ich mal. Nee, dann macht den Rosenthal wieder ganz rechts hin, scheiß drauf. Das ist ein bisschen doof. So. Ja. Ja, spielen wir so. Na, obwohl, man könnte den höchstens noch. Hm. Ja, das ist kacke hier. Aber so können wir spielen. Ja. Das ist ein bisschen offensiver durch den Macchiati, dass der ein bisschen weiter vorrückt. Na, gucken wir mal. Mal eine kleine Umstellung. Hier nochmal. Gleich auf sehr dynamisch spielen. Komm gleich Powerfußball. Hier könnte man vielleicht irgendwas Bestimmtes sagen. Weil ich finde nicht, dass man hier geht raus. Ich erwarte heute Abend einen Sieg. Naja, gut, ist ein bisschen zu. Auf geht's, Männer, zeigt mir, was ihr drauf habt. Ja. Ja. Nehmen wir das jetzt. Wow, was eine Reaktion, wo Männer. Einer reagiert und die anderen. Ja.
wer würde ich jetzt eh nicht machen, oder? Kann man immer noch in der Halbzeit dann voll schnauzen. Ja. Jetzt sind wir wieder im Weiß. Was nehmen wir? Nee, sind wir im Weiß? Nee, Nürnberg ist im Weiß. Machen wir dynamisch, sehr dynamisch. Ja, machst du ja dynamisch. Wir führen. Cool. Hey, gut. Geht ja schon mal gut los. 2 Minuten gespielt. Gleich mal in your face. Wuff. Zack. Caligiuri, super. So, nee, weil gegen Nürnberg kann man sich echt ein bisschen mehr trauen mal. Haben hier Leverkusen geschlagen und so weiter. Da müsste Nürnberg ja eigentlich eine zu lösende Aufgabe sein. Sollte. Ginter verwarnt. Schlimmes Foul. Der Spieler schön und so. Gelb. Noch ist gelb. Chandler verletzt. Oh. Ah, wie der Fohl. Ja, Nürnberg macht ein bisschen Druck. Hat sich heute. Jetzt! Was hat sich nicht zuverlässig verlassen? Komm schon, Leute! Wir wollen Tor sehen! Wir wollen Tor sehen! Wir zwingen unseren Gegner dazu. Ja! Ja, super. Geil! Sehr gut. Der Ginter. Ja. Ginter mit I. Und Rosenthal hat uns kopfball gemacht. Na schön, triffst du wenigstens mal das Alu. Jawohl, Mensch. Super. Schön. Kruse. Kruse, jawohl. Schön, das, ja, da jetzt geht's ab hier. Kein Problem hier in Nürnberg. Wird weggenascht. Mensch. Das sieht schon geil aus. Los jetzt. Schade. Aber geil. Vollgas-Veranstaltung hier heute. Mensch. Oh. Alles gut. Der Co-Trainer hat nur zu meckern. Ah, komm, dann können wir voll loben hier. Das war gut. Sehr zufrieden. Ja. Beste Antwort, ja. Die anderen sollen auch immer noch ein bisschen reagieren. Kannst du jetzt noch hier. Jo. Ja, so noch, das können wir noch machen. Aha. Der Sturm. So. Mehr können wir jetzt nicht machen. Haben wir alle gelobt. Ja. Könntest du noch ein. Ach, 3-0. Oh, und jetzt Jungs. Nochmal alles geben hier. Nochmal. Dynamisch ist immer noch eingestellt. Super. Ja. Das ist doch mal eine gute Reaktion. Vielleicht die gelb. Unsere Langbälle kommen gut an. Kannst ja schon mal Auswechslung machen, zumindest die eine gelbe Karte haben, schon mal auswechseln. Zur Sicherheit. Max Kruse gut, aber hat jetzt halt eine gelbe Karte. Bring mal den Neuen drin. Also was heißt den Neuen? Den da halt. Den da halt. Kann der da hin? Ja, steht er da oben. Ja. Ah, okay. Ich finde es hier ein bisschen doof, dass man jetzt hier nicht sieht. Hm. Mit diesem grünen Leuchten und grünen Schwächen und dann dieses Gelb. Ich glaube, das könntest du ganz ja noch anders an einer anderen Stelle auswechseln. Gibt's hier vielleicht noch irgendwie eine andere Ansicht oder sowas? Ja, ich glaube, die gibt's. Guck, was sind das da unten? Was sind das für Symbole dort unten rechts? Ah, geht nicht. Nee, nicht hier. Hm. Ja, gut, nun mal müsste, da steht ja OM. Links. Ja. Da steht offensives Mittelfeld rechts, links, zentral. Und Mitte und links kann er auch. Ja, eigentlich ist er mehr dann. Links, rechts. Also das passt schön hier, das passt schön, das ist okay. Ja. Und den raus, genau. Was wollen wir da reinbringen? Günther, für Kinder. Wäre doch was, oder? Was spielt der? Verteidigung und links. Ja, oder den drüber. Der ist ein bisschen besser von den Konditionen-Dingen. Ja. Na, dann machen wir das so. Ah.
Da bringen wir schon zwei frühe Wechsel. Ah ja, 60 ist so fast. Geht schön. Ja. Rosenthal hat heute viele Fehlpässe gemacht. Okay. Dann hau den raus jetzt noch. Also bestraft. Ups, bevor ihr Schluss ist gleich. Oh, Nürnberg mit dem 3-1, also 1-3 aus ihrer Sicht. Der ist ja schon drinne. Wen kann man noch? Den Schmied. Oh, mach den Schmied mal für Rosenthal. Ja, für die Sachen. So, Nürnberg, ne? Noch mal ein bisschen Spannung vielleicht jetzt, wenn sie doch noch. Schade, zweite Hälfte hatten wir jetzt nicht so. So wie gesagt. Ich meine, Freiburg war im Drücker, aber waren jetzt nicht so wirklich gefährlich. Die Knüller Chancen dabei. Wenn jetzt Nürnberg hier noch ein Tor macht, dann müssen wir hier echt auf sehr strikt stellen. Das sollte man vielleicht jetzt tun. Oder? Ja, mach's jetzt lieber mal schön, nicht, dass doch noch irgendwas passiert. Machen wir mal sehr strikt. Oh, es war's. Gut, 3-1 Sieg, okay. Zweite Hälfte nicht so berauschend, aber reicht dann trotzdem. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung. Müsste eigentlich so eine Ansprache geben. Halbzeit 1 war perfekt und Halbzeit 2, naja. Ja, so muss es geben. Im Großen und Ganzen waren wir ja zufrieden. Ja, wir können jetzt alle einzeln nochmal loben. Da hoffen wir, das bringt nochmal was. Eure Abwehrkraft hat nicht wirklich, hat mich wirklich beeindruckt. Naja, hat sie ja nicht. Naja. Ach komm, Matze. Lügen. Voll Lügen. Leistung Mittelfeld hat mich wirklich beeindruckt. Ja, die war gut. Dann ruhen die sich vielleicht noch aus auf ihren Leistungen und dann. Ja. Naja, müssen wir beobachten. Ja. Ob sie Schlendrian, ob sich der Schlendrian einschleicht. Dortmund unentschieden. Hamburg hat verloren, die überholen wir somit wieder. Wer war denn noch vor uns? Schalke war noch vor uns, die steht jetzt hier aber nicht dabei. Kannst du ja mal weiterblättern auf dem. Oh, das waren so, das sind sogar Spiele in der Woche gewesen. Schalke hat gewonnen, schade. Mhm. Bayern hat gewonnen. Dortmund unentschieden, dann ist verkackt. Wir waren noch vor uns. Wir waren. Dortmund und Schalke eigentlich, ja. Na gut, dann. Dann müsste ja Schalke Erster sein, ne? Rein rechnerisch. Guck mal, Tabelle. Ist die hier gleich? Oh, ja, müsste ja irgendwo sein, ne? Überblick. Oh, Schalke Erster. Wir sind wieder Dritter durch die Niederlage von Hamburg. Jo, naja, sieht doch gut aus. Und dann sind wir auch schon so ziemlich am Ende der Folge. Ja. Können es aber ruhig mal noch zum Abschluss so ein paar Nachrichten durchlesen. Dann müssen wir das nicht beim nächsten Mal machen. Machen wir jetzt schon. Kanzvorstellung von Frei. Fabian Frei war wie die Basler Fußballpresse berichtet an diesem Abend bei Basel 2-1. Ja, nimm den mal von der Auswahlliste, sonst kriegen wir dann immer jetzt irgendwelche Nachrichten von dem. So. Ja, von irgendwie, ja. Reife Spielanlage führt zum Sieg. Ja. Wir können das euch durchlesen. Ja. Huse wieder mit einer wirklich guten Leistung. Erste Halbzeit war ja besonders gut. Mhm. Zweite, naja, haben sie sich ein bisschen ausgeruht. Fansvorstellung Kruse, ja, auch Caligiuri super gemacht und so. Fans feiern nach Nürnberg-Ergebnis. Abschließende Presse, na, das können wir noch hinkriegen. Das machen wir auch. Da kriegen wir mal noch hin, ja. Was ich auch sagen, wir gehen erst noch hier ganz kurz oben hin. No. Kurz, ja, so zack. Überblick, ja. Und dann ist das ein guter Abschluss, die Pressekonferenz. Ja, ich mache wieder die Fragen. Ein schier unglaublicher Sieg für Ihr Team heute. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Es war insgesamt keine gute Leistung. Ich weiß nicht, wie es zum Ergebnis gereicht hat.
Ich denke nicht, dass wir allzu gut waren. Das Spiel ist vorbei. Ich bin darüber wirklich nicht. Ich denke, wir haben sehr gut gespielt. Und das einfach so zu sagen, ist schon eine Genugtuung. Ja, oh, nimmst du weiter. Auch wenn es nicht so wirklich ganz passt. Sie sahen, wie ihr Team während des Spiels ganze dreimal nur das Aluminium drauf hatten. Sie Angst, dass sie den Sieg noch aus der Hand geben könnten? Ich kann mir nicht glauben, dass ich möchte keine Frage. Ich war nicht böse besorgt. Wir hatten immer die Kontrolle über das Spiel. Naja, es gab Momente, in denen ich befürchte, die Dinge würden anders laufen als geplant. Ja, da können wir noch sagen. Max Kruse wurde. Achso, ja. Max Kruse wurde zum Ende des Tages gekürt. Wie schätzen Sie seine Leistung ein? Das erste gleich. Max war einfach überragend heute. Jawohl. Ja, das war's. Wunderbar, sind wir nämlich am Ende. Und Ja. gut, keine weiteren Nachrichten und wir sehen uns In der nächsten Folge. genau morgen. Tschüssi. Tschüss.